Hallo, ich bin Denise, die Gründerin des Startups Confetti Popcorn aus Berlin. Und wie bestimmt viele von euch liebe ich Popcorn und Abenteuer. Auf meiner Reise durch Südamerika vor 2 Jahren bin ich völlig abgebrannt in Peru gestrandet und habe mir von meinem letzten Geld auf dem Markt in Lima einen Popcorntopf gekauft. Mit diesem Popcorntopf in meinem Rucksack und dem Motto Why not Coconut zog ich um die Welt und verkaufte mein selbstgemachtes Popcorn am Strand, um meine Reise weiter zu finanzieren. At some point she got out like a big popcorn pot out of her suitcase and everyone was like, do you travel with that? It was amazing. Everyone was amazed. Ich experimentierte wild in Hostelküchen mit exotischen Gewürzen und machte mit anderen Reisenden und Locals zusammen Popcorn in allen möglichen Geschmackskombinationen an allen möglichen Orten. Ich kann euch sagen, mit Popcorn ist alles möglich. Und aus dieser eigentlichen Notsituation heraus ist etwas unglaublich Schönes und Magisches entstanden, denn Popcorn ist so viel mehr. Aus diesem einfachen kleinen Maiskorn entsteht ein echtes Erlebnis, das Menschen miteinander verbindet. Und aus dieser Herzensgeschichte, aus den Erfahrungen heraus, habe ich Confetti gegründet. Ich möchte mit Confetti Popcorn mit allen Sinnen erlebbar machen. Ich möchte Menschen zusammenbringen und dazu inspirieren, etwas völlig Neues zu erleben. Dafür entwickle ich Do-it-yourself-Popcorn-Erlebnisse und Abenteuerpakete mit hochwertigen und nachhaltigen Zutaten, mit kreativen Gewürzmischungen und leckeren Rezepten, damit ihr euer eigenes geiles Popcorn machen, erleben und genießen könnt. Ob zu Hause, beim romantischen Filmabend oder bei der Geburtstagsparty, im Campervan oder auf dem Festival, im Büro mit Kollegen oder als ganz besonderes Geschenk für alle Popcorn-Fans. Und das Kernstück von Confetti und dem Popcorn-Erlebnis ist der Confetti Popcorn-Topf. Ein Popcorn-Topf für das ultimative Allround-Erlebnis. Und angelehnt an meinen zerbeulten Popcorn-Topf aus Peru habe ich gemeinsam mit den Produktdesignern von InVivo Design einen neuen Popcorn-Topf entwickelt, der alles vereint und den es so noch nicht gibt. Wir haben uns sehr gefreut, dass Denise uns ausgewählt hat, mit ihr den Popcorn-Topf zu entwickeln. Es war Sommer, es war im Juli und es war so richtig draußen Stimmung und wir hatten Lust, gleich zu Anfang mit ihr Popcorn zu machen. Aber es ist auch die Idee, dieses Lebensgefühl rüberzubringen und durch die vielen Reisen, die Denise gemacht hat und auch das Lebensgefühl, was sie mit Confetti rüberbringen will, hat es uns super viel Spaß gemacht, diesen Spirit zu erleben und mit ihr die Arbeit in dem Bereich zu beginnen. Der Confetti-Topf hat ein eher Hochformat, was orientiert ist an den klassischen Popcorn-Tüten aus dem Kino. Und der Vorteil daran ist auch, ich kann nicht viel falsch machen, was die Menge an Korn angeht. Für uns war wichtig, ein mobiles Produkt zu gestalten, was ich einfach mit zu Freunden oder zur Familie nehmen kann oder vielleicht sogar einfach im Außenbereich, um wirklich an jedem Ort, an dem ich das möchte, Popcorn herzustellen. Da waren die wichtigen Komponenten ein klappbarer Griff, mit dem ich auch die Kurbel arretieren kann, die Zerlegbarkeit des Produktes, dass ich es perfekt reinigen kann und dass der ganze gesamte Korpus aus Edelstahl ist. Die Idee dabei ist, auch wirklich nach einem langen Nutzungszyklus einzelne Teile auszutauschen und dann wieder für eine lange Zeit ein vollwertiges Produkt zu haben. Seid ihr bereit für ein Abenteuer? Mit eurer Unterstützung können die ersten Popcorn-Töpfe in Produktion gehen. Seid die ersten Popcorn-Abenteurer und sichert euch schon jetzt den Confetti-Popcorn-Topf oder eines der leckeren Popcorn-Dankeschön-Pakete. Why not Coconut? Ich freue mich dolle dolle. Surprising and delicious and just fun way for everybody to be brought together, and it's what's between the popcorn, all of the people that's between the popcorn, that is what actually brings it together. We're all in the pot together, I guess. My favorite popcorn flavor would probably be cinnamon and white chocolate. The one with blue cheese, pear and walnuts. So amazing. Sounds maybe weird, but it's so good, so good. Cinnamon caramel is my all-time favorite. Lemon, coconut, curry, and coriander. Nice. Yeah, okay. Chocolate and cinnamon, I think.
was the first flavor I had, and I mean, that's a classic. That's a classic cornfetti flavor. But actually, that's the best popcorn I ever ate. It's amazing. Really? So that's your favorite? It's really good. Denise was backpacking around the world when she came to visit. So when she produced a colorful striped popcorn pot and described to me how she had made and sold popcorn along the way, I was amazed. What a novel idea and how enterprising. Everyone loves popcorn. At some point, she decided to do a popcorn party at the hostel. She loves making popcorn. She just loves making it. And she wants to give it to people, share it. She wants to make people smile, and it's so beautiful to see. So yeah, really. So I'd say that Denise and popcorn go well together because Denise understands that popcorn is just like life. You know, sometimes it's sweet, sometimes it's salty. Sometimes it's covered in scalding hot butter. But, you know, you take a moment, you enjoy some warm, buttery popcorn. Diese Überzeugung, dieses Leuchten in den Augen und dieses Vertrauen, das sie glücklich macht. Und das ist das Wichtigste. Und das ist halt immer, immer, immer ein Weg ist, wenn man leidenschaftlich genug ist. Muy rico, excelente Denise, buenísimo, lo recomiendo a todo el mundo, excelente.